Ich habe was vorbereitet und das geht so. Am Anfang werden nur Helme an die Schwachen geliefert. Okay, dann werden doch nur ein paar Waffen geliefert. Okay, dann werden doch nur ein paar Panzer geliefert. Natürlich nur zu Übungszwecken, die auf Flanke gesichert. Und wir schlafwandeln wieder, bis Bomben explodieren. Und dann werden wir uns fragen, Mann, wie konnte das passieren? Na genau so, vom Sondervermögen bis hin zur Wehrpflicht. Man wird kriegstüchtig oder steht auf und wehrt sich. Ich bin ein freier Mensch, aber ganz bestimmt kein Untertan. Es ist ein erster Schritt, dass wir den Kriegsdienst verweigern. Doch noch wichtiger ist, dass wir den Friedensdienst steigern. Nach 3 Jahren Herrschaft von der Pharmaindustrie stehen wir jetzt unter der Herrschaft der Waffenindustrie. Von gemachter Pandemie geht es nahtlos in den Krieg, doch unsere Antwort bleibt die gleiche: Wir machen da nicht mit! Denn auch die Lügen sind die gleichen, nur die Krise heißt anders. Jetzt 24/7 nur noch Kriegspropaganda. Deshalb fordere ich, dass es zu Friedensverhandlungen kommt. Wer dem widerspricht, dem sage ich Kriegstreiber an die Front. Sie nennen mich Lumpenpazifist, doch ich bleib Friedensaktivist. Egal wo wird man mich beschimpft, ich empfinde das als Pflicht und ihr empfindet es wie ich. Deshalb marschieren wir nicht mit und ich sag's wie Reinhard May: Meine Kinder gebe ich nicht. Dankeschön, Berlin.